So blöd es sich anhört, ich muss meiner Mannschaft ein Riesenkompliment machen. Das war gegenüber letzte Woche, wo wir 15 Minuten ordentlich gespielt haben. Heute haben wir über 90 Minuten einen sehr starken Gegner, der letzte Woche noch 6-3 gewonnen hat, gezwungen haben zu Fehlern, den wir 90 Minuten bearbeitet haben, uns auch ein paar Chancen erspielt haben, vor allem auch in der ersten Halbzeit. Und es ist eben schade, dass wir diesmal uns nicht belohnt haben, ganz klar. Und ich bin auch nicht sauer über den Elfmeter, das kann im Spiel immer passieren. Ich bin sauer über den Freistoß und das glaube ich, das war vorher kein Freistoß. Das war eine ganz tolle Mannschaftsleistung. Sie haben Freiburg an Rande einer Niederlage gebracht und wir sind jetzt nicht belohnt worden. Wir haben sowas von, also sehr engagiert gespielt und haben gepresst und es funktioniert. Und ich glaube, wenn wir so weitermachen, dass wir auch die nötigen Punkte holen. Ja, man hat das gespürt, dass die Fans das angenommen haben, was die Mannschaft hier heute gezeigt hat. Und das war eine riesentolle tolle Stimmung und Unterstützung. Und umso trauriger ist es, dass wir uns heute nicht belohnt haben. Na, ich glaube, dass wir uns über 90 Minuten lang vor allem defensiv richtig gut verhalten haben, wenig zugelassen haben, aber uns am Ende dann nicht belohnt haben und durch so eine unglückliche Situation dann auch dieses Spiel verlieren. Ja, ich glaube, dass wir gegen Heidenheim schon in der ersten Halbzeit das eben gut gemacht haben, dass wir heute auch in einer spielstarken Mannschaft, sehr, sehr spielstarken Mannschaft, die gegen Nürnberg letzte Woche einfach die auseinandergeschraubt haben, vieles richtig gemacht haben, nach vorne auch in der einen oder anderen Situation Nadelstiche setzen konnten. Aber dann uns, wie gesagt, nicht belohnen, aber auf der Leistung kann man auf jeden Fall aufbauen und ich hoffe, dass wir uns dann jetzt in den nächsten Spielen, in den nächsten Ligaspielen vor allem für den Aufwand, den wir jedes Mal betreiben, auch unterm Strich belohnen.